Kampf ist für den amtierenden IBF-Weltmeister im Großergewicht Pablo Hernandez normal. Für Unternehmen in Bezug auf Fachkräfte und Auszubildende ist Kampf eher neu. Na gut, Kampf ist vielleicht ein bisschen martialisch formuliert, aber im Kern ist es so, weiß Michael Gürtler, Chef von HSW Woltersdorf. Sein Problem? Genug Aufträge, aber nicht genug Fachkräfte. Also wir müssen heute in der Branche eine ganze Menge machen, um den Fachkräftemangel, der wirklich für uns ganz, ganz brutal ist, den Nachwuchs zu gewinnen. Und das versucht Michael Gürtler innovativ mit dem Begabungscamp Erkenne deine Stärken, das im bekannten Sportzentrum Kienbaum stattfindet, der deutschen Kaderschmiede für Olympia. Und das Interesse war entsprechend groß. Bei Schülern, bei Lehrern und bei der Presse. In einer kurzen Führung durch das Bundesleistungszentrum durften Gäste und Teilnehmer die Athleten beim Training beobachten. Da drängt sich aber dem hinterfragenden Journalisten die Frage auf, was hat denn der Sport, das Erkennen seiner Stärke, mit zukünftigen Azubis zu tun? Also für mich ist Erkenne deine Stärken ein unglaubliches Tool, weil der Sport, den ich am Schwerpunkt natürlich als Olympiasieger mit einbinde, eine Lebensschule ist. Ich muss mit Fleiß, ich muss mit Disziplin klarkommen, ich muss von den Besten lernen. Ich muss lernen, mit Niederlagen umzugehen, um aufzustehen. Aber ich brauche meine Zielorientierung und das ist im Beruf ähnlich. Man kriegt manchmal im Sport etwas mehr Beifall, aber das klappt vielleicht in dem Unternehmen hier auch. Und ungeteilten Beifall bekam dieses Camp von den Schülern. Das bestätigte die Philosophie des Unternehmens HSW Woltersdorf, die Jugend bei ihren Interessen abholen und dann für das Handwerk, speziell für SHK, interessieren. Denn viele wissen überhaupt noch nichts von dem modernen Anspruch des Gewerbes, dem unberechtigt immer noch das Image Gas, Wasser, na, Sie wissen schon, anhaftet. Natürlich wurde auch darüber informiert, dass Smartphone und IT längst auch Bestandteile dieses Handwerks geworden sind. Selbst Pädagogen wissen darüber oft zu wenig. Dem begegnet Michael Gürtler systematisch durch langjährige Zusammenarbeit mit Schulen. So wird Vertrauen aufgebaut und informiert. Ich bin neugierig auf die Meinung der Schulleiterin der Oberschule in Erkner. Hilft so ein Camp bei ihrer pädagogischen Zielstellung? Das hilft ganz ungemein den Pädagogen, weil hier erfahren sie aus dritter Hand, also nicht von Eltern oder Lehrern, was die nötigen Anforderungen sind im Leben draußen. Und das sind die drei Dinge wie Pünktlichkeit, Wille und Disziplin. Das ist das, was wir auch predigen, aber hier kommt es aus einer ganz anderen Richtung und in einer ganz anderen Art und Weise rüber. Und das ist das, was uns eben auch hier allen sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich habe meine Schüler beobachtet, die haben sehr genau zugehört, was sie in der Schule vielleicht nicht immer so tun. Tja, so ein Sauerland-Profi-Coach hat automatisch eine andere Autorität. Da traut sich keiner zu maulen, wenn vor den Boxhandschuhen erstmal das Warm-up angesagt ist. Aber dann endlich ist es soweit. Der Boxweltmeister selbst, übrigens ein ausgesprochen sympathischer, hilft bei den Handschuhen. Dann ringfrei zur ersten Runde. Sehr gut, super. Was für die Jugendlichen Herausforderung und Spaß ist, ist für den Geschäftsführer des Fachverbands SHK eine Strategie. Ja, wir wollen die Jugendlichen fürs Handwerk begeistern und insbesondere für Sanitär, Heizung, Klimahandwerk mal auf eine andere Art. Also nicht in einer Jobbörse, sondern sie in der Schule aufschließen über den Sport und dann langsam an unser Handwerk ranführen, indem wir dann noch Praktikas anbieten und natürlich Ziel ist, Ausbildungsplätze für unser Handwerk zu gewinnen. Und es hat funktioniert. Am Abend des letzten Tages unterschreiben zwei Jungen und ihre Eltern den Ausbildungsvertrag bei HSW Woltersdorf. Natürlich kostet so ein Camp mit Promis richtig Geld. Ein Riesenaufwand, um an Fachkräfte zu kommen. Doch unterm Strich wird es sich für HSW Woltersdorf dennoch rechnen. Das werden diejenigen, die sich allein auf den Posteingang mit Bewerbungen verlassen, sehr schnell merken. Das Begabungscamp Erkenne deine Stärken in Kienbaum war ein voller Erfolg.